Hallo, grüß euch, liebe Leute. Ich bin's, der Luis. Nein, nicht die Kur. Da hinten. Hallo. Ah ja, servus. Also, hoch zu her. Wir möchten heute 10 Tipps und Tricks zum sicheren Bergwandern geben. Starten wir also gleich mit Tipp Nummer 1. Gesund in die Berg. Über rauschende Gebirgsbäche und saftige Wiesen hinauf zu steinigen Gipfeln. Bergwandern ist Erlebnis pur. Aber auch ein Gesundheitssport, der Herausforderungen und Risiken mit sich bringt. Keine Panik. Die größten Gefahren und Chancen liegen in dir selbst und deiner Selbsteinschätzung. Du musst kein Spitzensportler sein, solltest aber deine Ausdauer ehrlich einschätzen und ein angemessenes Tempo wählen. Angemessen ist, wenn sich jeder unterhalten kann und dabei keinem die Puste ausgeht. Lasst euch halt Zeit, Leiteln. Ihr seid ja nicht auf der Flucht, oder? Leidenschaftliche Couch-Potatoes sollten sich vorab mit ein paar simplen Übungen bergfit machen. Treppe statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto oder einfach mal einen Spaziergang in der Mittagspause einlegen. Schon der Alltag bietet 100 Möglichkeiten, Herz und Muskeln in Schwung zu bringen. Trotzdem erschöpft? Dann leg eine Pause ein, nimm einen Schluck Quellwasser und genieß die Aussicht. Ist ja nicht jeder so fit wie ein Gams. Tipp 2. Sorgfältige Planung. Nicht so schnell. Bevor es losgeht, solltest du noch ein paar Punkte klären. Denn Dinge wie Sonnenbrand, Blasen an den Füßen oder ein gesperrter Weg verwandeln jede Traumtour in einen Albtraum. Infos findest du auf Wanderkarten, in Fachliteratur oder bei Experten. Vor jeder Tour solltest du folgende Fragen beantworten können. Ist die Gruppe der Tour gewachsen? Sind darunter Anfänger, Unerfahrene oder Kinder? Wie schwierig und lang ist die Tour? Wie viele Höhenmeter sind zu meistern? Wie sieht der Wetterbericht aus? Ist mit Gewittern zu rechnen oder gar ein Wettersturz möglich? In welchem Zustand ist die Route? Gibt es Wegsperrungen oder, besonders gefährlich, Altschneefelder? Ist meine Ausrüstung vollständig und funktionell? Tja, wir brauchen keins von den viereckigen Kasteln. Wir haben etwas viel Besseres. Instinkt. Tipp 3. Vollständige Ausrüstung. Ein Glas Gurken, 2 Kilo Äpfel, ein Drum Speck. Stopp. Für deine Ausrüstung gilt, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn unnötiges Schleppen macht nicht nur müde, sondern auch schlechte Laune. Zuallererst brauchst du stabiles Schuhwerk. Immer dabei sein müssen Regenjacke, Sonnenschutz, Wanderkarte und natürlich die Notfallausrüstung, bestehend aus Erste-Hilfe-Paket, Handy, Biwaksack und Stirnlampe. Ausreichend Wasser und Snacks geben dir neue Energie. Ja, heiliges Edelweiß. Da möchtest du euch schon ein dickes Fell zulegen. Tipp 4. Passendes Schuhwerk. Fein oder nicht fein? Das ist hier die Frage. Denn mit dem richtigen Schuhwerk kannst du jeden Gipfel erklimmen. Theoretisch. Aber Schuhe kaufen ist eben nicht jedermanns Sache. Die Ansprüche sind hoch und die Auswahl riesig. Auf die perfekte Passform und die rutschfeste Sohle kommt es an. Wasserdicht und atmungsaktiv müssen sie sowieso sein. Nimm dir genügend Zeit, hol dir Beratung und probier verschiedene Modelle. Gott sei Dank kann ich mir das Theater sparen. Meine Treter lassen mich nie im Stich. Tipp 5. Trittsicherheit ist der Schlüssel. Laut Unfallstatistik passieren die meisten tödlichen Unfälle beim Bergwandern infolge von Stolpern und Ausrutschen, vor allem beim Abstieg.
Bleib also aufmerksam, konzentriere dich in gefährlichen Passagen auf deine Schritte und achte darauf, keinen Steinschlag auszulösen. Wanderstöcke können Sicherheit geben, wenn sie richtig eingesetzt werden. Wenn du müde wirst, dann reduziere dein Tempo oder leg noch eine Pause ein. Tja, mit 4 Haxen tut man sich halt auch 4-mal leichter. Das nenne ich Risikomanagement. Tipp 6. Auf markierten Wegen bleiben. Gelbe Schilder mit bunten Punkten und Österreich-Fahnen auf Steinen. Markierungen dienen nicht der Dekoration, sondern der Orientierung. Wie Lotsen navigieren sie uns verlässlich über Löcher zu Hütten und Gipfeln. Abkürzungen im weglosen Gelände erhöhen das Absturzrisiko und zerstören die Vegetation. Du hast den Weg verloren? Dann kehr am besten zur letzten bekannten Stelle zurück. Die Flucht nach vorn kann gefährlich sein. Dass am Weg bleibt, ist mir das Liebste. Wir trampen ja auch nicht in euer Wohnzimmer. Tipp 7. Regelmäßige Pausen. Pausen gehören zum Bergwandern wie Kühe zu Almen. Kennst du die Namen aller Berggipfel in deinem Blickfeld? Hast du schon mal an einer blühenden Alpenrose gerochen? Bergwandern ist kein Wettrennen. Trink noch, bevor der Durst dich quält, und lade deine Energie mit einer kleinen Jause auf. Genieß die ursprüngliche Landschaft. Vielleicht lässt sich sogar die freche Gams blicken. Ja, chillen tue ich auch gern. Und für ein gutes Grasl bin ich immer zu haben. Tipp 8. Verantwortung für Kinder. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Verstecken spielen, Käfer suchen, Steinmännchen bauen. Die Natur kann der coolste Spielplatz der Welt sein, solange wir Erwachsene das auch zulassen. Wir begleiten unsere Kinder und nicht umgekehrt. Selbstverständlich liegt die Verantwortung in puncto Sicherheit bei uns. Es sollte jetzt unsere Kids sehen. Die klettern schon mit ein paar Monaten wie die Achkatzeln. Aber weit laufen mögen sie auch nicht. Tipp 9. Kleine Gruppen. Weniger ist mehr. Das gilt auch für Wandergruppen. Ideal ist eine Anzahl zwischen 4 und 6 Personen, die sich bestenfalls schon länger kennen. Die Gruppe muss sich nach dem Schwächsten richten und notfalls auch mal eine Tour abbrechen. Alleingänger müssen sich bewusst sein, dass bereits kleine Zwischenfälle gefährlich werden können. Also, wir fühlen uns im Rudel sauwohl. Bei uns ist aber auch klar, wer die Chefin ist. Tipp 10. Respekt für Natur und Umwelt. Diese frische Luft einatmen, einem Murmeltier lauschen oder einen tiefblauen Enzian bewundern. Was kann es Schöneres geben? Natürlich, dass es auch so bleibt. Und genau dafür engagiert sich der Alpenverein. Wie du mithelfen kannst? Verursache keinen unnötigen Lärm und sorge dafür, dass dein Müll wieder mit dir ins Tal wandert. Gast sein ist genug. Ob's das noch kapiert, wie's mir Schieren haben? Na, also, ich hab meine Hoffnung noch nicht ganz aufgeben.